Hi Leute und willkommen zurück zu Mega Man 8. Wie versprochen habe ich jetzt nachgeschaut wegen den Secret Items und wir gehen jetzt erstmal in den Shop, denn da muss ich euch was zeigen. Wenn wir hier zu den Parts gehen, dann ist hier was, was mir beim letzten Mal gar nicht aufgefallen ist, nämlich so ein blinkender Pfeil. Hier gibt es nämlich neue Sachen. Die werden freigeschaltet, nachdem man die Duo-Stage geschafft hat, also die Stage, die nach den vier ersten Robot-Mastern kommt. Und kostet natürlich alles einiges an Schrauben. Und zum Thema Schrauben, da gibt es auch was, was ich so gar nicht gedacht hätte, nämlich sind die Schrauben, die man in den Levels findet, einzigartig. Es gibt insgesamt 40 Stück. Und wenn ich das hier mal so grob rechne, dann brauchen wir alle Schrauben, um hier alles zu kaufen. Das heißt, dadurch, dass es ja ein 100% Let's Play werden soll, irgendwie, ne, muss ich nochmal in die ganzen Levels gehen und Schrauben suchen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das jetzt machen soll. Vor allem ist es halt doof, weil ich nicht weiß, wo ich die Schrauben gefunden habe und wo nicht. Ja. Aber ja, ich werde das Ganze mal machen. Und Rush ist auch noch so ein Thema, das ich kurz ansprechen möchte, nämlich haben wir mittlerweile alle vier Rush-Geräte, keine Ahnung, also alle vier Modi für Rush, sagen wir mal so, und werden auch freigeschaltet der Reihe nach, nämlich nach bestimmten Minibossen, was ich total random finde, aber okay, nämlich nach Clown Man, nach dem Miniboss, glaube ich, nach Swordmans Miniboss und nach Aquamans. Ich guck mal kurz noch hier nebenbei. Clownman, Grenademan, okay. Also Clownman, Grenademan, Swordman und Aquaman. Nach den Minibossen von diesen Stages schaltet man die verschiedenen Rush-Sachen frei. Ja, die haben wir jetzt mittlerweile alle. Und ich würde sagen, ich mach mich mal auf und such die Schrauben in den ganzen Levels. Intro Stage gibt's glaube ich keine Schrauben, ne? Ah doch, ich sehe es gerade hier. Ja gut, dann fange ich hier mal in der Intro Stage an und ich schneide euch das so zusammen, dass ihr nur die Schrauben seht, wo es halt welche, also die ich halt noch nicht habe. So, ja, also immer wenn ich einen Schrauben finde, dann zeige ich euch, wo der ungefähr ist. So. So, nach dem ersten Schrauben kaufe ich mir hier erstmal das Exit, nur dass ihr das seht, dass ich das mache, ne? Vor allem aus dem Grund, weil wenn ich jetzt hier in die ganzen Stages nochmal gehe und die ganzen Schrauben sammle, müsste ich die Stages immer beenden, wenn ich alle habe, und das muss echt nicht sein. So, machen wir weiter in der Clownman Stage. So, für den Schrauben da drüben brauchen wir das Rush Bike, das haben wir schon mal gesehen, aber ich habe es nicht wirklich, also nicht gescheit benutzt, ja. Und damit kann man da irgendwie drüber springen. Ich muss erstmal gucken, wie ich das hier bediene. Okay, ist ja recht simpel, auch wenn das Umdrehen ein bisschen kacke ist. So, okay. Hier bei dem Aufzug ist der nächste Schrauben und ich habe mich hier schon gefragt, wie ich da hochkommen soll. So, es gibt hier nämlich eine Technik, die heißt Ball Jump, Mega Ball Jump. Und zwar kann man einfach, wenn man über dem Mega Ball ist, nochmal springen drücken und dann springt man ein bisschen höher. Das wird einem natürlich im Spiel nicht gesagt. Wie mache ich das hier kaputt? Flame Sword angeblich. Okay, ja gut. Also hätte ich das damals schon gemacht, es hätte mir nichts gebracht, weil ich nicht zu dem Schrauben an sich gekommen wäre. Und da ist auch schon der nächste. So, Moment, muss ich da auch mit dem Ball Jump? Ich glaube, das sollte ich eigentlich so auch schaffen, oder? Ach, ich kann ihn hier nicht mal platzieren, alles klar. Vielleicht von da oben?
Das sollte eigentlich gehen, oder? Achso, na gut. Na, Moment. Scheiße. So, zack. Ganz nach oben. Ja, hier drüber, genau. Ja, genau. Arschloch-Stage, Alter, ohne Witz. Also ich muss direkt darüber, okay, und dann bin ich da. Und da ist der letzte von dieser Stage. Und da soll ich angeblich auch mit dem Mega Ball Jump hochkommen. Das sieht aber ein bisschen schwer aus. Wait, what? Das geht sich doch nie aus. Oder vielleicht mit Rush? Mit dem Bike? Wieso kann ich das nicht auswählen? Geht das nur einmal pro Stage? Das würde es erklären, aber ich weiß es nicht. So, erstmal hier das hier runterfallen lassen. Oh, Mega Man, ey. Oh mein Gott, wie kommt man da hoch? So geht's auf jeden Fall nicht. Moment, was steht hier? Okay, Moment. Vielleicht von hier aus? Nö, natürlich nicht. Aber das steht wirklich mit dem... Warte mal, kann ich aus der Luft irgendwie... Ja, das könnte funktionieren. Moment. Ja, leck mich. Ich bin gleich tot. Ich glaube, das geht irgendwie. Irgendwie geht das bestimmt. Hilfe, nein! Dieses Spiel, ich bin Game Over. Dieses Spiel, Alter. Ich will jetzt erstmal gucken, ob das geht, dass ich in der Luft von dem Ball, wenn ich ihn spawne, abspringen kann. Es geht wirklich, okay. Dann ist das eine Frage des Skills, ne? Dann sehen wir uns gleich dort wieder. So, jetzt erstmal die paar Gegner hier wegmachen. Die da oben. Warte mal, kann ich die da oben irgendwie besiegen mit irgendeiner Waffe? Eigentlich nicht, oder? Ich habe bis jetzt keine Waffe, die nach oben geht. Oder Ice Wave geht ja zumindest an der Wand, oder? Ups. Okay, habe ich zumindest den einen besiegt. Nein! Mann! Okay, komm, ich hol mir das, den Schrauben jetzt. Na, siehst du, war doch gar nicht so schwer. Jetzt will ich hier aber weg. Ach, stimmt, ich habe jetzt das Exit-Teil, nicht wahr? Gleich mal gucken, wie es in Action aussieht. Ich denke mal nicht allzu spektakulär. Hallo, ich habe... Was muss ich drücken? Exit... Ey, Moment! Die Bedienung. Ich drücke Start, weil alle anderen Knöpfe gehen nicht. What the fuck? Leute, ich bin verwirrt. Ich bin sehr verwirrt. Steht da irgendwas davon in der Beschreibung oder? The boss of that stage, you can exit from that stage at any time. Aber es geht nicht. Welchen Knopf soll ich denn drücken? Start. Geht nicht. Hä? Warte, ich geh mal... Vielleicht, ich weiß nicht... Es könnte dann liegen, dass ich auf diesen komischen Blöcken stehe. Dass ich auf ganz normalem Boden stehen muss. Das wäre zwar sehr komisch, aber okay. Ja, okay. Warte mal. Ach, ich muss auf EX drücken. Okay. Ja gut, Entschuldigung. Das wäre ja voll offensichtlich, nicht wahr? Okay. Gut. So, jetzt haben wir in der Intro-Stage und Clown Man alle Schrauben. Als nächstes kommt Grenade Man. So, in diesem Raum hier ist der erste Schrauben angeblich. So, ich bin immer ganz vorsichtig. Und halte mich an die Beschreibung hier. So, ich muss hier nach unten. Es kann aber sein, dass ich den schon habe. Jetzt den hier.
Dann hier drüben die zwei, dass der auch runterfällt. Und jetzt... Ah, okay, da oben ist er. Brauche ich wieder den Megaball-Jump. Das ist echt komisch, wenn man den erst jetzt erfährt. Also, wenn man davon erst jetzt erfährt. So. Das wäre der erste. Da haben wir den nächsten Bolt. Und für den brauche ich das Flamesword. Konnte ich also beim ersten Mal auch nicht holen. Achso, das war hier mit diesem Dynamit. Alles klar. Dann will ich erstmal kurz die Gegner hier wegmachen. Und jetzt... Zack, anzünden, in Deckung gehen und... Und der Bolt ist mein. So, ich glaube, jetzt kommt der nächste. Und da muss ich sehr schnell sein. Konnte ich beim ersten Mal holen. Habe ich aber nicht. Ich habe es geschafft, zum Glück. Ich weiß nicht, war das jetzt schon der letzte? Ich glaube eigentlich nicht. Warte mal. Doch, war der letzte, sehe ich gerade. Dann kann ich aus der Stage jetzt auch hinaus. EX. Ich verstehe immer noch nicht, warum man auf... Vor allem, warum da EX steht. Da würde locker Exit hinpassen, aber nö. Nö, haben sie einfach nicht gemacht. Gut, als nächstes Frostman. Und ich kann mir vorstellen, dass die Schrauben dort nicht so leicht zu ergattern werden sein, wegen dem Snowboard. Mal schauen, wie es läuft. Oh mein Gott, das Spiel! Junge. So, ich darf jetzt... Ich bin gesprungen, du blödes Spiel! Was ich sagen wollte, ich darf jetzt gleich nicht springen. Nach den fallenden Blöcken. Aber er ist einfach direkt nicht gesprungen, Mega Man. Das war ein bisschen zu früh. Jetzt... Ja, okay. Endlich. Oh, bin ich schlecht. Ich bin gar zu schlecht, ohne Witz. Ohne Witz einfach. Im zweiten Teil der Stage ist auch gleich der nächste... Oh Gott. Ah, fuck. Der nächste Schraube. So, Moment. Jetzt. Einfach mit dem Megaball raufjumpen. Und ich bin gleich tot. Schon wieder. Mein Gott. So, und hier ist der nächste. So, ich muss hier irgendwas Besonderes machen. So, ich mache erstmal den hier tot, würde ich sagen. Und als nächstes... Warte mal. Nein. Ah, geht weg. Kann ich hier nicht... Ah, es hat irgendwas mit dem Eisblock da oben zu tun. Was ich jetzt gerade rausgelesen habe. Oh, diese Stage fuckt mich so ab, ohne Witz. Das ganze Snowboarden und dann das hier mit diesen Eisblöcken, die einfach viel zu schnell sind. Und den Pinguinen, die sind auch nervig. Ah. So, zack, weg damit. Dann gehen wir hier nach vorne. Warte mal, ich muss da glaube ich mit dem Megaball auch drauf. Nice, nice, nice. Okay, und jetzt zack. Scheiße, ich glaube, ich hätte... Warte mal, respawn dieser Eisblock. Weil ich hätte, glaube ich, darauf müssen, sonst ist er einfach offscreen und zählt nicht. Bitte sag mir, der... Oh, der respawnt. Natürlich tut er das nicht. Ah, oh, mein Gott, was ist das für eine scheiß Stage? Ich hasse die jetzt gerade mehr, als beim ersten Mal spielen. Und das ist echt komisch eigentlich. Jetzt darf ich mich wieder töten. Und? Ah, nice, okay. Hätten wir das endlich mal geschafft. Das Spiel will mich gerade verarschen. Hier unten. Da unten ist ja auch eine Leiter, deswegen, ne, kommt man da auf jeden Fall runter. Ist auch ein Schrauben. Aber dafür brauche ich die Waffe von Astro Man, den ich doch nicht besiegt habe. Also ich muss die Stage nochmal spielen später. Ist das nicht geil? Ja, also da unten wäre der vorletzte. Und da drüben ist der letzte. Den hätte ich eigentlich auch beim ersten Mal schon holen können. Aber ich war anscheinend zu inkompetent dafür. So, ich glaube einfach so. Ja, genau. Es war jetzt
total knapper Sprung, aber okay. So, jetzt einfach mit dem Ball nach oben, okay. Ja, jetzt fehlt halt hier noch der eine da unten. Sollten wir uns vormerken auf jeden Fall. Aber soweit bin ich jetzt erstmal fertig in der Stage. Jetzt haben wir 26 Bowls schon. Ist schon ganz gut, ja. 40 gibt's insgesamt. Aber ich werde deswegen jetzt nicht aufhören. Nämlich will ich noch in Tengumans Stage gucken. Und ja, ich glaube, danach werde ich erstmal normal weitermachen mit dem Spiel. Weil dann haben wir jetzt hier in diesem Part die vier ersten Stages nochmal durchgesucht nach den Schrauben. Und dann machen wir später die nächsten vier Stages. Okay, ich war jetzt gerade in Tengumans Stage und habe da gesehen, dass die ganzen Schrauben, die ich jetzt hätte suchen wollen, noch gar nicht erreichbar sind. Weil es gibt da einen, für den ich die Waffe von Astro Man und Search Man brauche. Also die beiden Waffen, genau die beiden Robot Master, die ich noch nicht gemacht habe. Und die anderen habe ich schon. Also da gibt es insgesamt vier und da habe ich anscheinend drei schon gesammelt. Zumindest habe ich außer dem einen, an den ich noch nicht hinkomme, sonst alle gesehen. Also nicht gesehen, sagen wir es so. Und ja, deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal in den Shop und geben das schön aus. Ne? Welcome back! Die spricht das. Sie betont das so komisch. Na gut, ich würde sagen, wir schauen uns erstmal die neuen Items an, weil ich habe das ja noch gar nicht wirklich gemacht. Energy Saver. Okay, ich verstehe die Beschreibung jetzt nicht so ganz. Okay, verwirrt mich ein bisschen, naja. Dafür muss man nicht so lange aufladen für den Charge Shot, das ist geil. Da werden drei Schüsse abgefeuert, immer wenn ich den Knopf drücke, also gedrückt halte, ist auch ganz nützlich eigentlich. Oder wenn ich ihn einmal drücke, dann werden immer drei abgefeuert oder irgendwie so, ja. Da wird mehr Energie bzw. Waffenenergie aufgefüllt, wenn man sowas einsammelt, ist auch ganz gut. Das verstehe ich auch nicht ganz. Ich glaube, Leben werden aufgefüllt, wenn man eine Stage verlässt. Dadurch wird der Megabuster schneller, okay. Simpel, aber auch ganz gut. Wenn man Lebensenergie einsammelt, wenn die Lebensleiste voll ist, wird sie zu Waffenenergie. Das ist geil. Und Sliden wird schneller. Sei vorsichtig. Hyperslider. Okay. Hört sich schon ganz gut an alles. Ich will mal hier den Boost-Part für den Megabuster und was noch? Verstehe ich halt überhaupt nicht, deswegen da bin ich mir auch nicht ganz sicher, was es heißt. Ich kann es mir aber vorstellen irgendwie. Also ich habe eine Vorstellung, was es heißen könnte. Was noch? Shooting Part. Ja komm, das passt auch ganz gut zu dem Boost Part. Also jetzt haben wir schnellere Schüsse und mehr Schüsse. Das ist ganz nice und speichern wir mal. So, gut, machen wir jetzt aber noch eine Stage wenigstens, würde ich sagen. Die Frage ist, welche Stage? Searchman oder Astroman? Ich habe ja gesagt Searchman, genau, weil Wald auf dem Bild ist und wir haben das letzte Mal die Feuerwaffe bekommen. Feuerwaffe bekommen und deswegen geht es jetzt auf zu Searchman. Noch ganz schnell. Okay, du bist Searchman. Ist okay. So, was ist denn das hier? Ein Dschungel. Ja, ist eher ein Dschungel als ein Wald. Ich muss gerade sagen, das erinnert mich hier, der Anfang. Vor allem hier jetzt die Stelle hier. Stark an Mega Man X4 erinnert mich das. An Web Spider. An die Stage. Die sieht nämlich sehr ähnlich aus.
Ist auch auf der gleichen Konsole, PS1, deswegen nicht verwunderlich. Und ich könnte an sich, wenn ich schon hier bin in dieser Stage, gleich mal gucken wegen den Schrauben, dass ich da keine verpasse. So, was ist das hier? Ich weiß es nicht. Kann ich das zerstören? Nö, zumindest nicht mit dem Megabuster. Genau, stimmt. So schnell fliegt er jetzt. Ist geil. So, hier brauche ich die Elektrowaffe. Scheiße. Was? Mega Man, what the fuck war das? Na, wobei, ich sehe gerade, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir jetzt hier sind, weil hier angeblich ein Schraube sein soll. ich gucke jetzt mal nicht auf die Liste. Ich habe nur gesehen hier, wo diese ganzen springenden Roboter sind unten. Geht weg. War das jetzt ein Bolt oder? Ja, war's. Okay. Da kann man sich ja nicht sicher sein, wenn man den nicht sieht. Aber ich habe auf die Liste kurz geguckt. Da stand hinter dem Vorgrund, also hinter den Pflanzen im Vordergrund. Vorgrund, habe ich gerade wirklich Vorgrund gesagt. Da ist der Boot, genau. So, warte, ich gehe erstmal nach oben. So, zack, hier rüber, da hoch. Hallo Donkey Kong. Zumindest hört sich der total so an. Ah, Mega Man, was ist los? Ah! Yo, Alter, verarsch mich nicht. Ich muss genau auf das Teil zielen. Das ist mir bis jetzt gar nicht aufgefallen, aber okay. Ich werde mich bemühen. So, ich bin jetzt nämlich zuerst hier hochgegangen. Das war richtig schlecht. Scheiße, scheiße. Nein! Ich bin gleich tot und darf alles nochmal machen. Ja, ich überlebe das wahrscheinlich nicht, außer ich krieg irgendwie Lebensenergie. Da drüben ist welche, aber ich komme da nicht hin. Ja, ich bin jedenfalls hier hochgegangen, weil oben in diesem Raum ein Schraube ist. Und da dachte ich mir, schaue ich mir das doch mal an. Am besten jetzt, ja, okay. Moment, ich muss mal kurz die Beschreibung lesen. Soll hier angeblich irgendwie nach oben? Oder so? Ich versuch's mal so mit dem. Ja gut. Tornado holt geht leider nicht so. Ich hab Angst. Nein! Warum? Ich komm nicht mehr hoch, oder? Ich glaube nicht. Nicht sterben. Na. Yeah. Warte, warte. Oh. Ich gehe erstmal die Leiter hoch. Oh Gott, nein, 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 nein! Schaut ihn euch an, wie er hin und her. Scheiße. Okay, da sind wir wieder. Hat zum Glück nicht lange gedauert, deswegen stört es mich jetzt nicht so krass. Auch wenn ich wirklich gerne überlebt hätte. Aber mit keinem extra Leben bis zum Boss zu kommen, wäre eh scheiße gewesen. So, wie komme ich jetzt hier hoch? Moment. Okay, ich lese gerade hier, das ist geisteskrank. Ich muss nämlich... Oh mein Gott. In der Luft zur Thunderclaw switchen, um mich da oben irgendwo festzuhalten. Ich will mal kurz gucken, was ist das da oben? Das ist eine Leiter. Na gut. Moment. Ach, da soll ich hoch... Ach so, nee, warte mal. Ich glaube, ich muss nach links. Ich glaube, ich muss noch mal nach links. Ja, ich glaube... Scheiße. Egal, schauen wir mal kurz da hoch. Da fliegt gerade was auf mich zu. Ja. Spring halt nicht so hoch, wie es geht. Ah, okay, ich sehe schon.
wie das hier funktioniert. Oh mein Gott, das wird schwer, das wird... Ich spring halt nicht ab, fuck. Ja, ich muss hier Schaden nehmen, dass ich da hochkomme. Oder ich nehme eine andere Waffe, aber naja. So, jetzt wechseln und ganz, ganz schnell drücken, okay. Ja, 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 na... Oh, oh. Oh Gott, ich dachte schon, ich falle unter. Okay, wo ist der scheiß Schrauben? Da ist er. Ach, müssen die hier noch so komische Donkey Kongs in den Weg stellen? Da? Alter, da hochzukommen, das muss man halt erstmal finden. Und da muss man es erstmal schaffen. Wobei ich es eigentlich beim First Try geschafft habe, ne? So, okay. Oh mein Gott, ist das asozial gewesen. Was ist das für ein krank versteckter Schraube? Okay, warte mal. Ich schau mich jetzt aber... Kacke, kacke, kacke. Hier unten um. Geht weg, bringt mich nicht um. So, hier fängt, glaube ich, der untere Teil an, ne? Ja, genau, genau, genau. Na komm. Oh mein Gott. Na, danke für das Leben. So, okay. Ja, es hat was mit den Elektro-Dornen hier zu tun. Noch ein paar mehr, oder? Okay. Nämlich kann ich die auch zerstören mit dem Flamesword. Das ist irgendwie so eine Waffe, mit der man ziemlich viel zerstören kann. Hätte ich das halt da oben auch schon gewusst. Das wäre echt nice gewesen. What the fuck, wie viele Gegner hier rumspringen und rumfliegen? Das ist ja... Ah, wie nervig ist das bitte? Nein, geh weg. Nein, 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 nein. Okay. So, gehen wir jetzt erstmal weiter. Warte mal, ich sehe gerade, hier ist noch irgendwo ein Bolt in der Nähe. Ich glaube nämlich... Ja, ich bin tot. Ich glaube, ich bin tot. Nee, es hat, glaube ich, irgendwas mit diesen ganz vielen Greifdingern zu tun. An dieser einen Stelle hier. Also nicht hier, aber ihr wisst schon, wo ich gestorben bin. Ja, die treffen mich jetzt gleich wieder. Ja, 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 ja. Ah, fucking Frösche, Alter. So, jetzt gehen wir hier schön hoch. Zack, kaputt. Du stirbst, Buttonmaschen! Wie sonst was? So, meine Güte. Wie die einer nach dem anderen kommen, ist das... muss das echt sein? What the fuck, fuck, fuck. Ja, ja. Nein! Nein! Da oben, oder? War da jetzt überhaupt ein Schrauben? Ich hab's gar nicht wirklich gesehen. Ich mach's einfach nochmal. Natürlich respawnen die Dinger hier. Weißt du, dieser eine Eisblock in der Frostman Stage, der respawnt nicht, ne? Aber diese Elektrodornen, die müssen respawnen. Die müssen wir so programmieren, dass die respawned werden. Ah, voll auf den Arsch. Okay. Moment. Thunderclaw. So, nein, du. Wie? Da oben ist nicht mal ein Schaube. Ich bin dumm. Und gleich tot wahrscheinlich. Lauter Beschreibung ist da einer, aber okay. Nein. Ah. Verpisst euch. Okay, da gehe ich einfach mal normal weiter. Okay, wo bin ich jetzt? Ah, okay, zweiter Teil. Zweiter Teil des Stage, okay. Ich weiß, ich konzentriere mich gerade ein bisschen sehr auf die Schrauben. Es tut mir auch leid, aber ich will die halt hier schön finden. Um das nicht nochmal zu machen. Zack. Ach, muss ich das zerstören oder was? Oder einfach nur auf die Tür schießen, warte. Okay, komisch, verstehe ich nicht, naja. So.
Aber ich glaube, ich habe den letzten Schrauben der Stage, also der nächste wäre der letzte gewesen, habe ich jetzt verpasst. Ist das nicht super? Wobei, Moment, Moment. Ah, okay. Hoffnung ist noch nicht ganz verloren. Wir haben hier noch diese Greifhaken und Stacheln. Und mit dem hat der letzte Schraube irgendwie zu tun. Habe ich gelesen. Deswegen halten wir mal Ausschau. Noch ein bisschen. Ah, Alter. Ja. Scheiß Vogelviecher schon wieder. So, und Leiter. Okay. Na, what the fuck? Nein! Der letzte! Ich muss mich töten. Ich töte mich. Hier ist Spikes. Tschüss. Als ob. Und dann verpasse ich auch noch den Grei. Starte ich wirklich hier? Was? Wir sind Capcom. Wir setzen dann einen Schrauben hin, da wo man echt leicht vorbeifliegen kann. Und dann machen wir direkt danach einen Checkpoint, damit man sich nicht nur umbringen muss, sondern gleich Game Over gehen muss. Wir machen die besten Spiele der Welt. Alter, what the fuck? Wollte mich hier komplett verarschen. Capcom? Was habt ihr bitte im Jahr, weiß nicht, wann das Spiel rauskam, 1999 oder so? Was habt ihr da bitte geraucht? Um euch zu denken, das ist eine gute Idee, das werden die Spieler super finden. Nein! Hört auf! Mit Mega Man spielen, ich meine, ihr habt eh schon aufgehört, wobei jetzt kommt Mega Man 11, deswegen... Hört auf! Nein, Spaß, bitte! Macht schön weiter mit Mega Man 12, 13, 14... Und vielleicht 15 auch noch, ne? Wäre super, wenn die Spiele gut sind. Ja, ich hoffe, Mega Man 11 wird gut. Wie komme ich jetzt eigentlich auf dieses Thema? Ich weiß es nicht. Na gut. Ich bin ganz leicht getriggert, aber nur ganz leicht, ja. Vergewaltige den Viereck-Knopf meines Controllers. Na komm, spring rein, genau. Schön, schön, schön. So, wo ist die Leiter? Nach unten. Scheiße. Da ist sie. Und jetzt gleich. Ach, bitte, bitte, funktioniert. Ja, okay. Puh. Oh. Stress. Stress, geh weg. Ich hab's ja geschafft. So. Jetzt kann ich mich endlich auf die Stage vollends konzentrieren. Also nur noch auf die Stage. Nicht, dass ich das vorhin nicht gemacht hätte. Aber jetzt muss ich nicht mehr an diese Kackschrauben denken. Ey. So. Ich denke mal, aber die Stage wird eh nicht mehr allzu lange gehen. Ich hoffe, das hört man nicht zu krass, wie ich meinen Knopf hier vergewaltige. Oh Gott, dann muss ich jetzt hier hoch, okay, und... Na, ja, schön. Dude, das war... Ach, mein Herz. Mein armes Herz, was macht dieses Spiel mit mir? Gut, Searchman Bossfight, ich... probiere gleich mal das Flamesword aus. Na oh, lol. Begin Mission, yes sir. Zwei in einem, würde ich sagen. What the fuck? Hallo? Kann ich dich treffen? Okay. Ja, das macht guten Schaden. Dürfte seine Schwäche sein. Ich verstehe irgendwie... Also das zielt jetzt auf mich und nicht auf sie. Die snipen mich. Shoot. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ich sehe es jetzt. Ah. Ja, okay. Shoot fire. Nein. Kein Fire. Okay.
Erstens, mit dem Flamesword die zu treffen, ist echt nicht leicht. Zweitens, macht die auch recht viel Schaden, habe ich das Gefühl. Wobei, ich bin eigentlich gar nicht mit so viel Energie in den Kampf gegangen, ne? Hey boy, come on! Hey boy, come on! Oh mein Gott! Die reden irgendwie so formell. Also die betonen alles so komisch. Autsch! Oh, was ist das? Come on, boy! Oh, der ist witzig. Und gleich tot. Hoffentlich vor mir. Ja, okay. Okay, gut. Autsch. Oh mein Gott, Searchman. Okay. War ein krasser Part zum Aufnehmen für mich. Schauen wir uns erstmal die Waffe an, beziehungsweise wie sie heißt. You beat Searchman. You got homing sniper, okay. Sehr cool. Saven war ganz kurz. Jetzt müssten wir 30 Bowls haben, also 10 fehlen noch, genau. Und ja, das nächste Mal machen wir noch Astro Man und dann suchen wir in den letzten, so in den restlichen 4, beziehungsweise 5 Stages, weil in Duos Stage gibt es auch 2 Bowls. Ich weiß nicht, ob ich die beide geholt habe, wahrscheinlich nicht. Ja, dann suchen wir die restlichen 10, ja. Und der Part war jetzt so krass zum Aufnehmen, weil ich weiß nicht, wie lang der jetzt ist, könnte ein bisschen länger gewesen sein. Aber zum Aufnehmen, ich sitze hier jetzt seit 1 Stunde und 10 Minuten. Wegen den ganzen Schrauben zum Einsammeln. Also hoffe ich, man merkt das nicht, dass ich schon so lange hier sitze. Also eigentlich fühle ich mich noch ganz gut, deswegen wird das schon passen. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen bei euch und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, haut rein und ciao.